So, dann läuft die Aufnahme wieder. Und ich starte ja schnell Undertale. Ja, das letzte Mal haben wir einen Weg beendet in Undertale. Und ich habe den Part nicht grundlos Alles war gut genannt. Es gibt eine sehr bekannte Buchreihe, die diesen tollen Satz zum Schluss hat. Ich sage jetzt nicht welche, weil ich würde spoilern. Ich will nicht spoilern. Und ja, ich mag den Satz gar nicht. Weil es war total, ich fand es total doof, dass das einfach so beendet wird und alles war gut. Gar nichts war gut. So. Okay. Und hier ist auch gar nichts gut. Wir müssen jetzt nämlich einen True-Reset machen. Ach so, du brauchst Bild. Ich brauche Bild Du und kriegst jetzt Bild und dann dann kriegen wir einen True-Reset und dann. muss ich dir gleich noch erklären, wie du den Run machen musst, Ah, weil man den okay. sehr schnell verhauen kann. Ach, tatsächlich? Ich bin einfach die ganze Zeit ein Arschloch. Ja, ich muss dir gleich noch. Ich sag dir das gleich. Mach erstmal den. Okay. Nenn dich erstmal, wie du willst. Ja, Alex. Be an asshole, Alex. Das ist ein schöner, ne? Mann! Zu viele Namen vorhin. Ja. So. Falls ihr die Special-Folge gesehen habt, ich denke mal, die haust du vorher raus, ne? Ja klar, also es wird jetzt Spezialfolge 1, Spezialfolge 2 ist gerade schon gelaufen. Gut, dann weiß man ja, was der True Name wäre eigentlich. Genau. Gut, muss ich dazu nichts mehr sagen. Ist das Name korrekt? Yes. Ja, Flowey hat ja uns im letzten Part schon ein bisschen angewiesen, dass wir die einzigen sind, die in der Macht, die Kraft oder die Macht haben, das hier alles ins Unglück zu stürzen. Packen wir es an. Ja. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Oh, again. Muss ich das nochmal lesen? Also, wie du magst. Wir können es auch skippen, wenn du magst. Ich glaube, er sagt da nichts anderes. Kannst mal Kann ihm er mal eigentlich zuhören. nicht, oder? Nein, ich bin gar nicht new. Nein, ich bin auch nicht confused. Ich zittere schon ein wenig, denn durch meine Hand wird hier gleich alles den Bach runtergehen. Love. So, und da ich ein Arschloch bin, lasse ich mich natürlich wieder nicht treffen. Das wäre irgendwie dumm. Das macht man nur einmal, Yep. weil man nicht weiß, wer Richtig. Flowey ist und was er vorhat. Richtig. Und Und danach falls sieht jemand die man sich. Zusatzfolge nicht geguckt hat, dann sieht man es jetzt auch nochmal. Man kriegt es so nicht vorgelesen. Ja, das stimmt. Also wer das vorgelesen haben möchte, der muss die Zusatzfolge gucken. Tut mir leid. Zusatzfolge 2 wohlgemerkt. Oder Spezialfolge, je nachdem wie. Deswegen habe ich es ZF genannt. Zusatz. Einmal habe ich Spezialfolge, einmal habe ich Zusatz gesagt. Oh mein Gott, ich bin auch bekloppt. Aber Ja, ich wollte dich saffern sehen. Das ist tatsächlich wahr. Wobei, ich glaube, er saffert gar nicht, wenn ich hier alle umbringe. werden wir gleich sehen. Ja. Ja, andere. Naja. Er will ja alle umbringen. Ja, wir werden. Ich bin gespannt, was passiert. Ich darf nicht so viel sagen. Richtig. Das Einzige, was ich gleich sagen will, das darf ich sagen, weil ansonsten verhaust du den Run. Okay. This way. Ja, das ist auch alles jetzt wieder gleich. Das ist gleich, das kann man rein theoretisch noch skippen, weil das kennen wir ja. Bam. Boah, krass. Und es beginnt von vorne. Ja. Irgendwann denkst du dir so, okay, die Runes, ja. Kenn ich schon. Wo ist der Vorspulknopf? Ich fühle mich immer wie ein Arschloch, wenn ich die ganze Zeit den Dialog skippe. Aber. Ja, aber man ist jetzt ja sowieso der Arschloch-Mode von daher. Achso, Ja, aber auch wenn du jetzt normal ist spielst. egal, aber im Normal, Ja. ja, ich wollte ja gewisse Save-Files haben, da musste ich ja ehrlich Richtig. sein, das. Bevor du gleich den Dummy ansprichst, sprich sie nochmal an. Okay. Ich weiß nicht, ob du das letztes Mal gemacht hattest. Und du solltest jetzt reinkriegen, dass du nicht mehr Mercy drückst. Der Mercy-Button existiert nicht mehr, der Das ist ist klar. gelöscht. Das ist sowieso. Sprich Das sie mal an. ist vorbei. Do you need some ideas for conversation topics?
Well, I often start with a simple how do you do. You could ask them about their favorite books. Jokes can be useful for breaking the ice. Listen to this one. What did the skeleton tile his roof with? Ich meine, wir haben das... Ich weiß es nicht, ob ich haben das... Haben wir. Ich denke, ja. Das ist der Witz, den sie später erzählt. Ah! So, Papa ist dann... Erst sagt er, hey, das ist der beste Tag. Und danach so, das ist der schlimmste Tag. Genau. Ich glaube, das hatten wir nicht letztes Mal. Oder so. Well, I thought it was amusing. It was. Jetzt darfst du. Doriel. Fight. Ich entschuldige mich im Voraus für das, was gleich passiert. Yay! Es fühlt sich falsch an! Oh man, you won! You had 0 XP and 0 gold. Ah, the dummies are not for fighting. They are for talking. We do not want to hurt anybody, do we? Come now. Nein, möchte ich gar nicht. Nein. Guck mich an. Das ist das eindeutige Gesicht eines Psychopathen. Naja. Ja, ich hab's nochmal in Großformat auf Twitter gepostet. Das ist wunderschön. Das Puzzle interessiert mich nicht. Du sollst sterben. Mo, chill mal, ey. Fight. Na gut, du stirbst. Es tut mir leid, Frogget. Tut mir leid. You're laughing, Grace. Herzlichen Glückwunsch. Was war das Level of... Violence. Violence. Tja. Das war dein erster Mord. Ich will gar nicht mehr mit dir darüber reden, was gerade passiert ist. Nein, das war, wirklich gerade dein erster Mord in dem Spiel, ne? Ja. Nein, ich gehe nicht zu ihm. Ich gehe wieder zurück und lege mich auf die Blumen und wippe genau. Traumatisch vor mich. Das war Selbstverteidigung. Der hat mich angeguckt. Oh. Ach so. Ach, die will er gar nicht mit mir drüber reden. Nö. Doriel, please! Oh, ich führe dich. Du hast zwar gerade Frocket umgebracht, aber hey. Alles easy. Mhm. Okay. Toriel, kein Problem. Ist in Ordnung. Ah, das wirst du noch öfters denken. Also nicht unbedingt über Toriel immer, aber allgemein. Ja. Puzzle seem too dangerous for now. Ich hab grad Frogget umgebracht. Der Run hat's echt in sich teilweise. Also was Mindblow und etc. Oje, oje. Also wenn man noch nicht so weit gespoilert ist. Ich bin echt gespannt. Ja, für mich ist das alles schon... Ja, kenne ich schon. Ja, klar. Das ist für mich jetzt nicht so schockierend. Das war für dich ja das ganze Spiel. Ja. Bis auf ein paar Anrufe. Ja, weil ich erwähne es immer wieder gerne. Man vergisst es. Yep. Dass man das kann und... Ich finde immer noch... Ich habe letztens ein Video gesehen, da war... Ja, 10 Facts, die du noch nicht über Undertale weißt. Ich denke so, okay, gib. Ja, gut, ich wusste jetzt, ich glaube, 2 Sachen nicht. Ich denke mir so, okay, gute Statistik. So, Flowey. Komm her, Flowey. No. Komm hier. Ich will dich umbringen. Flowey? Flowey? Verarsch mich nicht. Flowey, please. Dankeschön. Das Video hattest du angesehen, was ich dir geschickt habe? Mit der Echoblume? Ja. Das können wir dann auch noch hier zeigen. Ist kein Fake. Kein Fake. Ja, das ist klar. Das sah schon echt aus. Nee, das können wir auf jeden Fall auch noch zeigen. In dem Moment nicht. Ach so. Ja, schade. Ja, als das Gerät tweetet, hätten die anderen das auch gesehen. Na, die meisten, die Undertale schauen, ja, ich weiß, haben mich nicht auf Twitter, glaube ich. Ist okay. Hello, this is Toriel. Achso, ja. Fällt dir was auf in den Raum? Ja, es steht kein Frogget hier. Richtig. Ich habe ihn umgebracht. Richtig. Fühl dich schlecht.
Nein, ich weiß ja gar nicht, dass da einer ist. Ja. Playfully crinkling through the leaves and killing all the monsters. Face you with determination. Du hast es gerade angesprochen. Killing all. Heißt, in diesem Run, ja, musst du wirklich alle Monster vorher töten, bevor du zum Boss kommst. Ah, okay. Das heißt, sie müssen, es gibt eine Nachricht, also du merkst, dass alle Monster weg sind. Und wenn alle Monster weg sind, dann kannst du ja zu Tutorial gehen. Ich verstehe. Das heißt, das gilt für jeden Abschnitt. Richtig. Bevor Papyrus musst du alle im Snowden killen. Okay. Ja. Weil dann kann auch danach niemand mehr dort rumstehen. Richtig, es darf niemand rumstehen, ansonsten hast du neutrales. Hallo Denglisch! Achso, also neutrales so, Ende. Sozusagen 999 umgebracht, den tausendsten nicht und du bist neutral. Richtig. Sehr gut. Richtig. Das ist Moral. Ja. Du hast einen am Leben gelassen. Ja. Ganzen Run versaut. Das war ein Versehen. Ganzen Run versaut. Achso, ich darf nicht skippen. Naja, das ist Monster kennen, glaube ich. Nein, fühle ich überhaupt nicht. Doch. Ja. Aber man kann sie verkaufen. Ich bin Geschäftsmann. Mhm. So, das dürfte der letzte Frogget sein. Oder wie viele saßen da rum? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, es können natürlich wahrscheinlich mehr sein, als letztendlich rumsitzen, oder? Mhm. Ansonsten du wirst es merken, wenn wirklich alle Monster wechseln. Aber es dauert ja einige Räume, bis du bei Toriel bist. Also ja, richtig. Ah ja. Das dürfte kein Problem sein. Hier aufzuräumen. Eher wir die Nachricht nicht haben, gehen wir nicht zu Toriel. Also heißt, der Teil bleibt komplett gleich. Hm. Ach komm, gib mir Butterscotch. Butzpie. So. Schönste Abkürzung ever im ganzen Game. Nein, ich dislike nicht Cinnamon, mach dir keinen Spaß, da kannst du also. Deswegen haben viele auch... solange du kannst. Deswegen haben viele auch, die den Genocide Run gemacht haben, auch so viel geschnitten. Weil es teilweise echt nur hin und her gelaufen war, bis es direkt aufploppt. Ich verstehe. Ach so, weil man also wirklich sehr lange kämpft, oder wie? Kämpfen nicht, bis da so ein, ja oft halt. So ein Encounter kommt, kann sein, dass es dauert. Ja. Ah, okay. Nein, ich habe keine Allergien. Please. Doch, gegen Tam, das haben wir gelernt. Ich bin davon nicht krank geworden, oder? Du bist allergisch gegen Tammy, das wurde gesagt. Und dann sagte Tammy, okay, Tammy ist auch allergisch gegen Tammy. Ja, aber ich habe ja keine Pustel bekommen. Nee, aber du bist trotzdem allergisch. Ach so. Aber sie packt ja keinen Tammy in den Kuchen, also von daher alles gut. Stimmt. Keine Tammy, so. Sie ist ja ein Mädchen. Bam. Macht Spaß? Nein. Nicht? Naja, also das Spielen, das Gameplay schon. Aber die Tatsache, dass man hier gerade alles niedermetzelt und Toriel das gar nicht weiß, ist schon nicht so schön. Also nicht weiß im Sinne von... Im Moment. Sie wird sich lange wissen. Yep. Leb damit. Ach ja, sie wird mich jemand total lieb haben dafür. Jemand anderes wird sehr lange wissen, was du tust. Ja. Das ist völlig korrekt. Bleibst du jetzt hier? Ich bring dich um. Das ist ein Stein. Aber er hat eine Seele. Er muss sterben. Keine Seelen bleiben übrig, keine Monsterseelen. Die Maus muss sterben. Maus! Chill. Oh, Nebs. Ach nee, ich will ihn nicht. Ach nö. Hey, Loki. Ach nö. Fight. Sorry. Oh, er weint doch jetzt schon. Der weint immer. Es ist Loki.
Du musstest du ja eigentlich lesen. Ja, ich ja. Sagen, neuer Text und Stuff. Alter. Just plugging along. Really not feeling up to it right now, sorry. Och, Napster. Napster. Ich will Mercy. Nein. Just plugging along. Der Mercy-Button existiert. Der kann dann ja auch gar nicht mehr im Haus auftauchen, ne? Mhm. Oh, wie mies. Weil der trifft auch kaum. Ich sollte mich nicht beschweren über nicht treffende Sachen. Komm doch. Oh, wow. You do know you can't kill ghosts, right? We are sort of incorporeal and all. I was just doing my HP because I didn't want to be hurt. Napster, please, ich liebe dich. Sorry, I just made this more awkward. Pretend you beat me. Ooh. What? Okay. Yep. Level down. Nicht wirklich. Kein Problem. Spider-Man. Ah, warte mal. Na, das war das falsche Web. Das andere war günstiger. Das kleine Web. Yay. Heilung. Yay. I don't need. Did you miss it? Spider-Man, say down and to the right. Kein Frosch ist hier. Oh, na, warte mal. Du hast noch nicht alle. Oh, okay, sind sogar fast alle da. Auch der ja, der erste fehlt, weil du bereits X gedrückt hast. Das ist der dir sagt, wenn du X drückst, kannst du den Dialog skippen. Ah. Da du das bereits gemacht hast, ist der nicht. Ah! Drin. Ach, deswegen hast du mich da vorhin auch drauf aufmerksam gemacht. Yes. Ich dachte, der ist für. Wieso ist der denn jetzt schon Mold Small hier? Weil du den immer sperren kannst. Vergiss es, du stirbst. Sexy Wiggle, ey. Schön. So ein Pudding, weißt du? Okay, aber jetzt muss man quasi, oh, da muss man die alle so angreifen. Holy shit. Yes. Das war natürlich dann beim Sperren cool, da konntest du ja, nee, konntest du nicht. Nee, man hat nicht alle auf einmal gesperrt, nee. Never mind. Aber der hat jetzt gesehen, wie du den anderen gekillt hast und da wurde er sofort gelb. Ja. Boah, ist das mies. Oh ja. Und der greift doch gar nicht mehr an. Nein. Der versucht dich jetzt zu überreden, dass du ihn sperrst. Too late. Yay! Denkt, ey, you're laughing crazy. Level 3! Love 3. Du hast so viel Liebe. Ah, ja, ja. Ribbit. Yes. Ja, Maximum of Three. Ach so, da erwähnt er eigentlich so ein bisschen auch den dritten. Den vierten. Ach. In dem Fall der dritte, aber ja, genau. Der vierte. Ja. Richtig. Du hast gehört, ich bin merciful? Ja, und das ist noch so ein kleiner Hint. Du kannst ihm sagen, dass die gelben Namen scheiße sind. Sozusagen. Und, dann hast du gar keine Farbe mehr, wenn du die sparen kannst. Und dann kannst du nochmal zu ihm hingehen und sagen, das ist scheiße, was du gemacht hast. Und dann sind sie rosa. Okay. You know by now a monster's wearing your name when you can spare it. Brauchst du ja jetzt nicht, weil sparen ist ja... Nee, lass mal very helpful. Das war helpful. Du wolltest unbedingt rosa. Ja. Brauchst du nicht, du hast kein sparen. Richtig. Huch. Hallo, ich bringe nur alle um. Alles gut. Nee, ich räume hier auf. Ist kein Problem. Ich hab zu tun, danke. Ja, was hier rumliegt, ist kein... Ich steche einfach mal rein. Das ist okay. Ist okay, Toriel. Eigentlich hoffst du ja mit einem Stick drauf. Du hast ja momentan nichts anderes zum Reinstechen. Ach so, ein Stick kann man auch reinstechen.
Ja, Toria, ja. Geh mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir ja doch wieder alle ablaufen. Wegen Stuff. Die müssen wir alle umbringen. Du brauchst den Stuff auch. Eben. Die Ausrüstung und die anderen Sachen jetzt, die du brauchst. Richtig, jetzt muss ich ja wirklich alles einsammeln und auch ausrüsten, dann stimmt. Oh, er trifft halt gar nicht. Ja, okay, never mind. Er trifft halt gar nicht. Bleibt da stehen. Kaum hast ein bisschen höhere HP, fängt er schon hier an. Ich glaub's nicht. Völlig korrekt, ja. Tschüss. Boy. Und man kann aber direkt dann nicht den Weg des Peaceful gehen, wenn man sie angreift oder nur wenn man sie tötet. Du meinst jetzt Pazifist? Weil ich kann ja, genau, weil, ja, das Peaceful. Hallo, ich bin der Peaceful. Bin der True Peaceful. weil du kannst ja noch sperren, nachdem du sie lang genug angegriffen hast. Solange dein Love nicht steigt. Ah, okay, alles klar. Das heißt, ich hätte kämpfen können und dann sperren. Du kannst doch aussehen auf Kämpfen kommen. Du darfst nur nicht nochmal, du musst ja nochmal bestätigen, um anzugreifen. Du kannst auf Fight kommen, aber du musst es halt ablaufen lassen. Passiert auch. Ach so, aber meine XP steigen auch, wenn ich dann sperre, nachdem ich sie angegriffen habe. Das weiß ich. Ich glaube nicht, nee. Das wäre jetzt quasi nämlich die interessante Frage gewesen. Kann sein, ja. Okay. Kuckuck. Hey. Ausrüsten. Hm. Bam. Kannst du mal sehen hier, Faded Ribbon, yeah. Oh boy. Boah, mitten ins Auge, los. Ah, ist der normale Angriff. Da ist ja sogar das Angreifen viel langsamer, viel langweiliger als die ganzen Act-Sachen. Mhm. Weil du einfach angreifst und dann weichst du halt aus. Das ist dann zwar 100% Gameplay und nicht so interaktiv, aber naja. Story-technisch langweiliger. Weil es natürlich lustig ist, herauszufinden, was die Monster so für Schwachstellen haben. Du kannst sie natürlich auch noch checken, also das tut nichts zur Sache, ne? Ja, okay. Ja, das würde nur Zeit. Da würde eigentlich, in dem Raum würde eigentlich Blue gelegen, jetzt so, der Pazifisten ran gewesen. Stimmt, der lag da das letzte Mal. Mhm. Jetzt hat er Angst vor mir. Naja. Zu Recht. Du kannst ihn eigentlich ja nichts tun, Mauro. Ja. Das heißt aber dann, er ist ja doch zu Hause. Aber ich glaube, er hat keinen Bock mit mir Musik zu hören. So, Vegetoid. Boy. Bist du in Waterfalls bist? Ja, gut. Das stimmt wohl auch wieder. Ups. Hab ich Waterfalls gesagt? Waterfalls. Ach, Gottes Willen. Ja, man kann nicht immer perfekt. Ist okay, man kann auch fehlen. Das stimmt. Oh yeah. Ach nee, gar keiner. Richtig. Stop. Der hier. Yes. La la la. Rot. Und dann der hinter dem linken. Denk dran, wir sind bei Pretoria. Ja. Ja, lauf zurück. Wir müssen noch alle Encounter kriegen. Ja, ich wollte das Messer. Achso, du wolltest das. Ja, ist okay. Das Toy Knife. Richtig. Sure, do it. Because Angriff. Sure, do it. Have fun. I will. Naja. Ich weiß. Man kann es. Also so gern man die Karas auch hat. Es hat doch was. Ja, ich bin jetzt ja ein anderer Mensch. Ich bin jetzt ja nicht mehr. Du bist Alex, ja. Oh fuck, ich bin Alex. Du bist Alex. Nicht, darf ich nicht mal da hochlaufen? Nicht mal zum Speichern? Naja. Aber ja, wozu speichern? Stimmt eigentlich. Und jetzt muss ich laufen, bis die kommen, oder wie? Ja.
Oh je, ah, okay. Wie viel Angriff machen wir jetzt? 30, oh. Ist haben wir nicht okay. Vorher auch 30 gemacht? Ja. Mist. Also je nachdem, wie du triffst, ne? Hä? Aber du machst halt, Ich dachte, in der Mitte ist am stärksten. Ist es. Aber je weiter der Kampf voranschreitet, ist umso mehr Schaden. Ach ja, richtig. Ach, stimmt, habe ich jetzt vergessen. Hey, der einzige positive Aspekt, du kriegst Gold. Yeah. Yeah. Perfekt. Hat man vorher zwar auch, aber ich freue mich. La la la. Moi. Moi. Ach, Molzen. Huch, jetzt kommt er von der anderen Seite. Boah, Alter. Das war kurz. Okay. Das war wie Hallo und Tschüss. Ja. Wofern sie gleich nicht mehr reinkommen, weil ich wie ja alleine rede. Ach, es ist. Well. Es wäre schön, wenn man die gleichzeitig angreifen könnte, wenn es später so eine Attacke gäbe, aber das wird wohl nicht der Fall sein. Bams. Außer es gibt eine Waffe, die sowas macht. Das wäre cool. Tut er mir eigentlich was? Oh ja, nevermind. Naja, probier alles aus, bitteschön. Yay, mehr Gegner. Los, kommt alle her. Ich schmetzle euch kaputt. Komm, machen wir was Sinnvolles. So, jetzt bist du aber motiviert, ne? Kannst du zum anderen Speicherpunkt laufen und dich da eben heilen. Ja, gut. Könnte ich wirklich machen. Ja, du bist die Einzige. Weiß ja nicht, wie viele man noch machen muss an Gegnern. Wenn sich das in der Zeit lohnt, dann ja. Boah. Dann ist das in Ordnung. Nimm so viel Raum mit, wie geht. Also ach, der ist ja schon hier. Lel. Sag ich doch. Das macht Spaß, ne? Ja. Mhm, ich weiß. Es ist vor allem schön, wenn du wirklich da das, bevor das Date mit Papyrus ist und er steht draußen im Haus und guckt die ganze Zeit zu. Dreht sich immer wieder um. Schön. Ja, super. Mhm. Erdbeben. So mal, so kriegst du keinen Encounter, ne? Zieh das LP noch länger in die Länge. Ich versuche einen Encounter zu bekommen. Ja, das dauert. Je mehr du killst, umso länger dauert's. Ich merke das gerade. Das ist nicht gut. Ah, danke schön. Dann sollten wir das da wohl in Zukunft auch schneiden, wenn das immer so lange dauert. Ja, es sind ja nur die Kämpfe, die unwichtigen Kämpfe. Das ist ja nicht, was man unbedingt sehen muss. Ja. Also es... Ich überlege gerade, ja, gut, das ging eigentlich. Ja, stimmt schon. Die Kämpfe, bis wenn das zusammensammelt, da passiert eigentlich nichts Neues dann. Mm-mm. Das heißt, das könnte man wirklich off-cam machen. Ja. Dann machen wir das in Zukunft so. Huch. Never mind. Also in dem Part jetzt nicht, aber... Ja, im nächsten. Sind ja dann im Prinzip auch nur... Snowden, Waterfall, Hotlands. Drei Gebiete. Core. Ah, Core zählt extra, stimmt. Also vier Gebiete. Das ist ja dann nicht mal sehr oft, dass man das macht. Wird halt ein bisschen zum Schneiden sein, ne? Nee, ich meinte halt, man macht das Gebiet ganz normal, soweit man halt kommt. Und dann sagt man halt, dann mache ich jetzt Offcam, mache ich jetzt so lange, bis noch die ganzen restlichen Gegner weg sind. Ja. Und dann ist das. Du darfst halt nur nicht beim Boss. Ich glaube, ich würde gerade Core. Das ist, glaube ich, gar nicht. Dann ist das viermal. Das geht okay. Ich glaube, das ist nur dreimal. Ich weiß es nicht bei Core. Keine Ahnung. Da war ein Gegner, aber frag mich jetzt nicht, ob. Ich will jetzt auch nicht alles zuspoilern. Ja, ja, da war ein Gegner. Richtig. Ja, ja. Aber ich will diese jetzt nicht Schatten zuspoilern, wie das in dem Run ist. Ja, stimmt. Da ist man ja schon relativ weit. Yes. Ansonsten könnte ich euch das Ende auch noch verraten, was ich mache. Na, nee, lass mal. Ja, nee. Das wird noch schee, wie man so ausdrücken wird. Oh ja.
Oh ja. This is gonna be epic. Oh ja. Tobi hat auch geschrieben bei Twitter, hier kommt demnächst so ein Bugfix. Da hat einer dann drunter geschrieben, meinst du den Genocide One? Ist der dann weg? Okay, alles klar. So ein schöner Bug. Kann es sein, ja. Ist der Bug, ja. Mm, hat wirklich einer drunter geschrieben. Oh, danke schön. Bam. Es regnet Karotten. Yay. Statt Schlangen. Völlig korrekt. Oder was auch immer das da war. War da nicht immer mal eins grün? Achso, wenn man mit dem geredet hat. Genau, wenn du Dinner machst bei Acton. Ach ja. Mhm. Alter. Alter, ey. Du haust mich. Hau ich erstmal zurück. Boah, da passt ja jetzt doch voll. Genau. Ja, vielleicht machen wir das dann jetzt auch wirklich hier schon. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir die restlichen Viecher... Wobei, dann sehen die Leute nicht, was passiert. Was passiert denn, wenn man... Das kannst du ja eigentlich kurz sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele kommen. Oder ich starte dann die Aufnahme einfach, wenn was passiert. Ja. Genau. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Damit quäle ich euch jetzt nicht länger. Und nächstes Mal... Ja, Toriel... Ich sag mal so, dein Vertrag für dieses Spiel läuft leider bald aus.